Energy Voices. Das ist die neue Podcast-Serie von der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit der Barbara Schaffner. Die Physikerin und Nationalrätin der grün-liberalen Partei ist Präsidentin von Biomasse Suisse. Barbara Schaffner ist Gast bei der Karin Frey. Barbara Schaffner, wenn ich meinen Grünabfall entsorge vor dem Haus raus, gibt es etwas, das mich jedes Mal schon ein paar aufregt. Ich mache den Kübel auf und irgendwie fallen die Leute Plastiksäcke mit Zeugs rein. Ist das eigentlich schlimm? Ja, da sprechen Sie gerade ein wichtiges Problem an, das wir haben im Verband Biomasse. Also die Plastikabfälle in den Grüngutonnen. Wir reden zwar heute hier von Energie, aber Biomasse wollen wir auch noch stofflich verwerten. Wir wollen sie wieder auf Felder ausbringen, Dünger daraus machen. Und dort drin hat der Plastik natürlich überhaupt nichts zu suchen. Biomasse kann man für einen Haufen brauchen. Sie sagen es, Dünger, aber eben auch noch für ganz einen Haufen anders. Nur weiss das blöderweise niemand. Wir sind auf der Strasse und haben die Leute gefragt, was sie sich vorstellen unter dem Wort Biomasse. Biomasse ja Kompost, Mist. Abbaubare Abfälle zu. Biomasse, CO2-Bundungs. CO2? ja. Kompost? Ja, das ist das spontan. Es redet eigentlich kaum jemand von Biomasse und Energie. Warum? Ja, die Frage ist ein bisschen, in welchem Zusammenhang fragt man das? Wenn man Biomasse, das Wort wird natürlich bei allem gebraucht, also für alles Lebige eigentlich. Wenn wir es bei uns im Verband anschauen, im Verband Biomasse Swiss, da reden wir auch von sehr breiten Betrachtungsweise von der Biomasse. Das geht von Grünabfall, von Mist bis zu Schlachtabfall zum Beispiel. Das Einzige, was wir eigentlich ausgenommen haben, sind die verholzte Biomasse, weil die kann man nicht vergären. Und jetzt haben Sie mir aber eigentlich die Frage nicht beantwortet. Warum redet niemand von Biomasse und Energie? Also ich glaube nicht, dass niemand von Biomasse und Energie redet, aber man muss einfach das auch anerkennen. Biomasse wird die Energiewende nicht allein können schaffen. Es wird ein Teil von vielen sein. Und in dem Sinn ist wahrscheinlich einfach zahlenmässig da ein gewisses Nische da sein und das wird es bleiben. Jetzt ist es ja so, Herr und Frau Schweizer sind Weltmeister im Abfallsammeln. PET, Papier, Eisen, alles, was gesammelt wird, wird wunderbar getrennt. Aber beim Grünzeug und der Küchenabfall hapert es. Noch immer landet ein Drittel der organischen Abfälle der Schweiz im Kehricht und wird verbrannt. Macht er zu wenig Marketing im Verband? Ja, das Marketing sein ist natürlich der End. In dem Sinne nicht Kunden, sondern die Lieferanten zu erreichen, das ist das eine. Das andere ist auch, wo wir stark daran arbeiten, ist auch die Frage, wie können wir an Gemeinden her, die eigentlich die Abfallbewirtschaftung unter sich haben und können das organisieren. Warum ist das so schwierig? Es geht natürlich um kleine Mengen und überall. Also wenn Sie denken, bei sich daheim in der Küche, was Sie hier abrüsten, also, dann müssen Sie es noch irgendwo behalten, es stinkt vielleicht. Also es gibt da schon noch ein paar logistische Probleme zum Lösen. Aber wenn wir dann auf der Seite, also Vielfalt ja auch an, bei Grossverteilern zum Beispiel, dort ist es natürlich viel einfacher, die Sachen zu sammeln. Oder auch auf den Bauernhöfen in Rüstbetrieben oder so Sachen. Also eigentlich braucht es von ganzen Haufen Leuten ganz Haufen Disziplin. Die Biomasse hat ja das CO2, das entsteht bei der Vergärung oder bei diesem Prozess, einmal gebunden ursprünglich als Pflanzen oder Bäume. Darum redet man gerne von einem Nullsummenspiel. Der Spiegel hat im letzten Dezember geschrieben, das Nullsummenspiel stimme eigentlich nur theoretisch. Und zwar heisst es dort: Es dauert viel zu lange, bis das freigesetzte Klimagas wieder in neuem Holz gebunden wird. Die Verbrennung von Biomasse wird den Kohlenstoffgehalt in der Atmosphäre und die Erwärmung für Jahrzehnte bis Jahrhunderte erhöhen. Das kann ich so nicht unterstützen. Also das ist immer eine Frage, wo man die Systemgrenzen zieht, sowohl zeitlich wie auch örtlich. Es ist natürlich klar, wenn ich jetzt Wald rode und verbrenne, dann hat das im Moment sicher auch einen CO2-Ausstoß zur Folge. Aber das CO2 war ja vorher schon mal gebunden. Also man kann sicher mit dem Prozess nicht CO2 permanent binden, aber eben mit Partnern im Kreislauf inne. Und das ist wichtig. Könnte man dann eigentlich sagen, bei Biomasse geht es immer darum, dass etwas vergärt oder vergeht und es entsteht Gas oder CO2, wo im Verfallprozess ja einen Weg entstanden wäre, aber man macht dann halt wie eine Zwischennutzung, man braucht es und dann geht es halt später in die Atmosphäre.
Ja, das ist, Sie sehen, es ist ein sehr breites Gebiet, sehr komplexes Gebiet in dieser ganzen Biomassengeschichte. Einerseits das vom Holz, das man verbrennt und energetisch nutzt, wo aber natürlich auch im natürlichen Zerfallsprozess vom Holz geht, Gas in die Atmosphäre, verschiedene Arten. Und wenn wir jetzt unser Gebiet, also Biomasse, im engeren Sinne anschauen, da können wir das Beispiel vom Hofdünger nehmen. Also Hofdünger, wenn man den unvergoren auf die Felder rausbringt, da wird auch sehr viel emittiert. Nicht nur CO2, sondern zum Teil auch Gas, die schädlicher sind für das Klima. Methan. Methan, ja. Und Methan ist ja eigentlich das, was wir auch als Biogas brauchen. Wenn wir es also in die Vergärung hineingeben, dann wird noch mehr Methan produziert, aber das Methan wird aufgefangen und eben dann als Treibstoff zum Beispiel gebraucht. Und bei dieser Treibstoffverbrennung entsteht wieder CO2. Aber nochmal zum Sagen, das CO2 ist viel weniger starkes Treibhausgas als Methan, wenn es direkt emittiert wird. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass man eigentlich vor allem Strom dann macht aus dieser Biomasse. Warum eigentlich? Man könnte das Gas auch direkt brauchen. Ja, ich bin sehr stark dafür, dass man das Gas so weit wie möglich direkt braucht. Das ist energetisch sehr viel effizienter. Es hat jetzt aber auch zwei Sachen. Einerseits haben wir nicht überall Gasnetz. Also wenn Sie an einen Bauernhof denken, der macht hat seine Vergärungsanlage. Und da ist es natürlich einfacher, wenn er das nachher verstromt und das Stromnetz einspeist, das sowieso vorhanden ist. Der zweite Punkt ist noch unser Vergütungssystem. Wir haben ein Einspeisevergütungssystem für den Strom. Aber im Gas gibt es da nicht entsprechende Fördermechanismen. Dort ist ja Wind- und Sonnenenergie vor allem vorab. Ärgert einem das manchmal ein bisschen? Beziehungsweise wäre ja eigentlich die Frage, wenn Sie müssten Sonnenenergie und Windenergie vergleichen mit Biomasse, wäre Biomasse richtig cool? Ja, sicher wäre Biomasse richtig cool. Eben vor allem wegen der Vielfältigkeit, wo sie eingesetzt kann werden. Also wir können Gas produzieren, wir können Wärme produzieren, wir können Strom produzieren und am Schluss haben wir auch noch Dünger. Also es ist eine wahnsinnig breite Verwertungsmöglichkeit von der Biomasse. Das ist ein Aspekt, wo bei den anderen Technologien, also gerade Sonne und Wind, nicht vorhanden ist. Welche Rolle kann Biomasse im künftigen Gesamtenergiemix spielen? Also es wird sicher eine Rolle spielen, aber mengenmässig unter 10% bleiben, gehe ich jetzt mal davon aus. Vor allem, wenn man wirklich den reine Biomassenteil anschaut. Es kommen ja immer mehr noch synthetische Gase ins Spiel. Also Gas, das entweder durch konzentrierte Solarstrahlung oder Strom erzeugt werden. Und dort ist das Potenzial, denke ich, gegen oben offen. Ein Weg, um das Potenzial von Biomasse zu erhöhen, wäre ja auch, dass man Pflanzen für die Energiegewinnung anbaut. Aber dort gibt es ganz viele Kritik. Das heisst zum Beispiel, der Anbau von Pflanzen passiert blöderweise dort, wo man dafür Regenwälder abholzt. Und es leidet Biodiversität. Auf der Webseite von Greenpeace heisst es Folgendes. Der Anbau von Pflanzen als Biomasse muss wohl überlegt sein, gerade unter Bedingungen der Globalisierung. Denn landwirtschaftliche Flächen sind nicht unbegrenzt verfügbar. Die Produktion von Biokraftstoff konkurriert mit der Nahrungsmittelproduktion. Das kann ich voll unterschreiben. Also es ist auch so, dass in der Schweiz eigentlich keine Pflanzen rein für die Energiegewinnung angebaut werden. Bei uns gilt ganz klar der Slogan «Teller». Dank. Das heisst, zuerst soll man die Nahrungsmittel eben wirklich als Nahrungsmittel brauchen, dann in zweiter Linie als Tierfutter, das dann indirekt auch wieder auf dem Teller landet und schlussendlich, was übrig bleibt, was man nicht so kann verwerten kann, das soll dann in den Tank fliessen. Und ich möchte hier vielleicht noch ein viertes T anschliessen, und das ist Tonne. Also wenn wir es nicht verwertet und in den Tank tun, heisst das eigentlich, dass der Rest einfach in der Abfalltonne landet und dann gar nicht verwertet wird, respektive sogar noch unter Energiezufuhr muss vernichtet und deponiert werden. Wir haben es von Potenzial und Sie haben das Essen angesprochen und wir haben vorher von Marketing geredet. Jetzt ist ja gerade die junge Generation extrem sensibilisiert, zum Beispiel wenn es um Food Waste geht. Könnten Sie nicht dort noch mehr Fans holen? Ja, wir können es probieren. Die Food Waste-Thematik ist für mich ja auch eine Thematik von der Kreislaufwirtschaft. Und da denke ich, sind wir als Biomasse natürlich an vorderster Front dabei. Es geht überall um Kreislauf. Wir tun etwas anbauen, wir tun es verwerten, wir haben eine Verwertungskaskade.
Und schlussendlich haben wir eben auch wieder Düngerprodukte, die wieder in Humus und in die Pflanzen, also in Dünger umgewandelt werden und wieder der Erde zurückgegeben werden. Also ich denke, da ist sicher ja, Potenzial für eine Fangemeinde. Sie geben mir einen Steilpass, Kreislaufwirtschaft. Jetzt, nicht nur im Bereich Biomasse, man kommt ja auch zum Beispiel im Wirtschaftsbereich an Grenzen. Reden wir zum Beispiel vom Bau, Rezyklieren von Holz, Beton, Zement. Wie weit ist man denn da eigentlich? Macht man einfach noch zu wenig? Oder beziehungsweise was braucht es noch mehr? Also es braucht noch ganz viel mehr. Und ich denke, das müsste anfangen vom Design des Produkts. Also man muss von Anfang an eigentlich den Kreislauf mitdenken, muss sich überlegen, wie tut man das Produkt am Schluss wieder auseinandernehmen, dass man super Teile hat, wo man in die einzelnen Kreislaufprozesse kann einfügen kann. Wenn wir das im Bereich Biomasse anschauen, da geht es natürlich auch um die saubere Verwertung von dem, was wir als Verband bekommen. Wir haben das schon angesprochen, es gibt Haufen Verunreinigungen, sei das Plastik, sei das auch Metall, wo eben im Bioabfall landet. Und dort ist sehr viel Arbeit noch vor uns, dass wir wirklich reinere Produkte auch im Abfallbereich haben, die man wiederverwerten kann. Ich wollte gerade nachfragen, wo sehen Sie denn die Aufzüge im Bereich des Verbandes? Was muss der tun? Der muss das kommunizieren einerseits, aber wir setzen auch auf technische Lösungen. Also im Verband gibt es ein Projekt, wie man die Bioabfalltonnen kann analysieren, also dass man relativ rasch kann detektieren, was ist der Plastikanteil in dem Abfall und dann kann man das dann zurückmelden, sei es der Gemeinde, sei es irgendwie in einem Verarbeitungsbetrieb und sie darauf hinweisen, dass da sollen besser drauf schauen. Und müsste auch noch ein bisschen mehr, der Verband? Ja, also der Verband hat eine grosse Aufgabe vor uns, das ist so. Aber wir sind natürlich auch nicht ein grosser, finanzstarker Verband und da braucht es auch recht Ressourcen, um so ein Projekt voranzutreiben. Merci vielmals, Barbara Schaffner. Ich möchte Ihnen gerne zum Schluss die vier Fragen stellen, die wir all unseren Gästen stellen. Kurze Frage, kurze Antwort. Was bedeutet für Sie eine nachhaltige Energiezukunft? Eine nachhaltige Energiezukunft muss für mich enkeltauglich sein. Und das heisst ganz klar, ich muss alle meine Entscheidungen und meine Daten nicht an dem messen, was unmittelbar wird folgen, sondern auch an den Folgen für eben meine Enkel. Was ist Ihr täglicher Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft? Ich bin da. Ich setze mich in verschiedenen Verbänden und auch politisch ein für die Energiezukunft. Ihr nächstes Auto, Benzin oder Strom? Ich habe einen zweirädrigen Ferrari. Also dem sage ich mein Ferrari-roten schnellen E-Bike. Und das wird irgendwann wieder mal durch etwas Gleiches ersetzt. Und wenn Sie auf der Stelle jetzt irgendetwas ändern könnten, was wäre es? Ich würde das CO2-Gesetz in Kraft setzen und dann rasch die weiteren Schritte einleiten, dass wir das Ziel Netto Null möglichst schnell erreichen können. Ganz herzlichen Dank, Barbara Schaffner. Dankeschön.